Also wenn man die Wetterprognosen heute Morgen gehört hat, dann könnte das eigentlich nur eine Veranstaltung werden, die völlig reinfällt ins Wasser. Das ist überhaupt nicht passiert, sondern es sind heute Abend 2.500 Leute hierher gekommen. Und hier ist eine richtig gute Stimmung. Und das hat einfach Spaß gemacht. Wir heute Abend gemeinsam mit vielen Sozialdemokraten aus dem ganzen Land Brandenburg und vielen Freunden diese Feier zu veranstalten. Also ich glaube, dass die SPD in Brandenburg super gut aufgestellt ist für die Kommunalwahlen. Wir haben es geschafft, 1.139 Kandidaten zu gewinnen, allein für die Kreistagswahlen und für die Wahlen für die Stadtparlamente in den kreisfreien Städten. Das sind mehr als 2003. Die SPD ist also offensichtlich in der Lage, genügend Menschen zu gewinnen, die bereit sind, sich für sie zu engagieren. Das wird dazu beitragen, dass wir auch ein gutes Ergebnis einfahren. Ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, auch stärkste Partei zu werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, wenn ich hier in die Runde schaue im Volkspark, dann kann ich nur sagen, das tut gut, eine SPD zu sehen, die sich zeigt, die sich nicht einmauert, die selbstbewusst ist, die kämpft für ihre Ideen und Konzepte und die aus all diesen Gründen, Matthias, die aus all diesen Gründen in diesem Lande so viel Zustimmung, so viel Sympathie erfährt, wie kaum anders irgendwo in Deutschland. Das ist dein Werk, das ist euer gemeinsames Werk. Ihr seid Vorbild für die Sozialdemokratie in ganz Deutschland. Ich bin stolz darauf, dazugehören zu dürfen, Genossinnen und Genossen.